Wir spielen Civilization 6. Willkommen, Let's Play mit den Galian, mit Ambiorix, mit Webi, das bin ich, und mit Jim Rayner im Hintergrund. Hallo René. Hallo, liebe Grüße. Immer weitermachen, machen wir sofort. Mittlerweile angekommen in Runde 216. In Runde 213 hatten wir angefangen und da hatten wir gehabt, die Runde dauert jetzt länger, weil man einfach mehr zu entscheiden hat, mehr Städte, mehr Einheiten. Und da hatten wir an Zeitalterpunkten 306. Jetzt haben wir 315, das heißt 9 haben wir erwirtschaftet. Handwerker, die wollten noch mehr Minen bauen und dafür auch gerne noch Dinge abreißen. Allerdings müssen wir nachher, lass uns mal einen Moment abwarten und mal gezielt die auch mal über das im Auge noch behalten, dass man ja auch Platz braucht für die Windräder. Und hier vorne, das ist doch Flachland. Hier werden wir nachher auf jeden Fall, in ein paar Runden ein Solarkraftwerk bauen können. Solarpark. Plus 2 Energie auf flachem Gelände. Hier ist flach, da oben ist flach. Dann können wir hier die Wälder für roden. Werden die im Augenblick genutzt? Nein. Sehr gut. Einmal hier rüber und roden. Und damit Dinge beschleunigen. Mit dem Handwerker. Wir wollten uns einen Siedler kaufen. Der kostet hier keinen Bevölkerungspunkt und sollte verfügbar sein. Da ist er. 14 Bürger, zack. Immer noch 14. Und mit ihm wollten wir hier oben das Uran abgreifen und hier unten das Öl. Macht alles Sinn. Öl hat Priorität. Mit ihm ziehen wir gleich vor. Dann schnappen wir uns den Siedler hier, der immer noch stolze 5 Runden hat. Und ziehen mit dem erstmal runter. Militärpionier. Eisenbahn bauen. Und so weiter. So. Noch ein Handwerker. Mensch, wir haben die ja ohne Ende gebaut. Ziehen wir den schon mal rüber Richtung Blütnix, über den Umweg hier und einmal roten. Noch ein Handwerker. Auf Wüste ging es, glaube ich, nicht mit den Solarparks. Auf Wüste geht auch. Das heißt, dann könnten wir diese Felder hier endlich gescheit nutzen. Sehr schön. Das gefällt mir. Können wir jetzt schon mal da hinstellen. Hier, der hier, gleich hier runter und Mine. Mit ihm hier Pferde. Vulkan inaktiv. Ist der Vulkan inaktiv? Der Mount Eccles. Er ist aktiv. Und schnell weg. Schnell weg und weiter. Wir hatten hier irgendwo einen Handwerker, der wollte hier das Jadevorkommen anschließen. Sehr schön. Würde ich sogar sagen, wir ziehen mit dem hoch und schließen hier Eisen an. Hier können wir gleich auch, das ist doch kein Hügel, ne? Das ist auch ein Hügel. Da können wir hier gleich noch ein bisschen roden. Da können wir da vielleicht irgendwas anderes hinstellen. Mit ihm. Der geht hier hin. Kommen wir auch schon mal hier hin. Und dann bauen wir hier nachher den Solarpark. Hier katastrophaler Vulkanausbruch. Geld nicht mehr so viel da. Läuft alles. Wie sieht es aus mit den Ressourcen? Können wir woanders etwas erhandeln oder etwas anbieten? Ich glaube, alle bekommen schon ihren Honig von uns geliefert, wenn ich mich richtig erinnere. Basilius Gorgo. 3 Jahren hat, glaube ich, Honig. Alles gut. Eine Runde weiter. Einmal gucken, wie glücklich die Leute sind. Das ist echt super gut. Mal fast alle Städte glücklich. Bis auf 3. Eine Stufe drunter, 2 drüber. Das ist echt sehr, sehr fein. Eine Runde weiter.
Und hier hatten wir experimentiert. Was habe ich getan? Was habe ich gemacht, Gorgo? Seid ihr wirklich so feige, WB, einem Blutvergießen aus dem Wege zu gehen, so leicht nachzugeben? Vielleicht eure Ehre? Das Wort habe ich schon mal gehört, habe ich mal wieder im Fremdsprachenunterricht nicht aufgepasst. Google ich mal schnell Ehre. Mal ganz kurz auf Google nachgucken, was Ehre ist. Altmodisches Konzept von Werten für pragmatische Geister völlig irrelevant. Ja, ich bin also interessiert mich nicht. Ehre interessiert mich nicht. Ist mir völlig gleich. Ich weiß gar nicht, was das sein soll hier. Ja, unser Handwerker wurde... Nein, da oben steht... Der Handwerker wurde gefangen genommen. Das ist nicht schlimm, den murksen wir jetzt ab. Aber hier oben kommt jetzt ein Barbar-Musketier und ein Rambock. Ah, die killen wir alle. Das wird schon klappen. Das wird schon klappen. Ja, Tante Mimi hat recht. Leider liest WB nie den Chat. Du hast sowas von recht. Tut mir herzlich leid. Habe ich nicht gelesen. Ich weiß nicht, was ich nicht gelesen habe. Ich habe es ja nicht gelesen, aber ich habe es nicht gelesen. Ist so. Tut mir herzlich leid. Einmal feuerfrei von hier. Einmal von hier. Und wir holen uns den Handwerker retour. Unbeschädigt, nur traumatisiert. Er ist wieder da. Die Fehlentscheidung eines anderen ist euer Glück. So kleine Späßchen. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Handwerker in der Gegend rumziehen lassen, die Pfeil zu bieten als... Ja, so als... Als Speck in der Mausefalle, dann zieht nur einer drauf, dann kann man sie besser abmurksen. Macht mir ein diebisches Vergnügen. Finde ich total klasse. Finde ich total klasse. Macht mir einen Heidenspaß. So, ich weiß, fällt mir bei der Gegend halt ein. Ich lese zwar nicht im Chat mit, aber irgendwann hatte ich, glaube ich, mal versprochen, an die Tante Mimi einen Wald zu pflanzen, ne? Habe ich das gesagt? Ja, ne? Später vielleicht. Mal später, vielleicht. Morgen. Morgen, Tante Mimi. Morgen. Auf jeden Fall morgen. Das Konzept morgen ist ja immer morgen. Morgen. Morgen, morgen pflanze ich einen Wald an. Einheit wurde gefangen genommen, alles gut. Barbaren hier vorne. Ein neues Barbarencamp. Aber das rennt hier niemals zu uns hin. Die können wir ignorieren. Oh, guckt euch das an, Athen, die Hauptstadt von Griechenland. Rebellion in zwei Runden. Also nicht die Hauptstadt, die ist Sparta, aber... Autsch, das tut weh. Das Reich schwindet in irrem Tempo. Barbaren, Außenposten, heftiges Unwetter, Stadt ohne Energie. Das war nur Tervana, sonst ist überall Strom. Jetzt muss ich doch mal nachgucken. Ich weiß nicht sicher, ob das in der Zivilopädie erklärt ist, aber ich hoffe mal, dass ja. Ich würde gerne rauskriegen, ob Kohlekraftwerke auch dann die Umweltverschmutzung, Umweltverschmutzung generieren, wenn sie gar keinen, wenn ihre Energie gar nicht nachgefragt wird, also wenn sie keine Energie verbrauchen. Ob die pure Existenz eines Kohlekraftwerkes den CO2-Level steigen lässt. Nach meiner Erinnerung ja, aber das ist eine ältere Erinnerung. Es gab so viele Patches und Updates. Wir gucken mal, ob wir das rauskriegen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder steht es beim Kohlekraftwerk selber. Starke CO2-Belastung. Könnte sein, pauschal, ne? Und die Alternative, einmal gucken, bei CO2, Gathering Storm, Umweltfolgen, Klimawandel, hier steht's nicht. Hier ist es nicht erklärt. Ich glaube, etwas von Kohlekraftwerkstilllegung gelesen zu haben. Also ja, aber ich glaube, das ist die Umstellung von Kohle auf Öl. Wir können da mal gucken gehen, aber es würde mich wundern. Ich glaube nicht, dass das es ist. Ja, das ist das Projekt Kohlekraftwerkstilllegung. Das ist das sogar. Und dabei wird
Ah, dann wird dann entfernt ein Kohlekraftwerk mit allen Effekten von dieser Stadt. Das ist noch ein anderes Projekt. Also hier wird es nicht klar erklärt. Wir fragen, ich weiß jetzt nicht. So ein Glas ist nix, Handwerker steht. In einer Runde Ackercenter. Ackercenter, dann wollten wir einen Theaterplatz bauen. Wohnviertel brauchen wir nicht sofort. Stupa hilft ebenfalls. Ackercenter hilft garantiert auch. Noch mehr Annehmlichkeiten. Perfekt. Hier vorne Waldnix, Kohlekraftwerk steht. Nächster Schritt, Aquacenter, das alle darum herum boostet. Tervana, Fabrik, nächster Schritt. Ja, hier brauchen wir aber, hier können wir wirklich jetzt vielleicht, Kohlekraftwerk hilft in 3 Runden, aber wir haben in 8 Runden bereits die Möglichkeit, die Solarparks zu bauen. Auf Tundra geht's, auf Eisen nicht. Das hier ist auf Eis nicht. Es gibt nicht viele Flächen, wo wir die bauen können. Ich glaube gar keines. Hier können wir ein Geothermiekraftwerk bauen irgendwann mal. Ich glaube, das können wir nirgendwo bauen hier. Wir sind auf ein Kohlekraftwerk angewiesen hier. Wir könnten später die... Ach komm, wir bauen eins. Was soll's, zack. Was bringt's vor Ort? +12. Eingekauft, wird gemacht. Wie hoch ist der Malus dort oben? -7 durch CO2-Emissionen. Wie sieht es beim Weltklima aus? Wer ist die größte Umweltsau weltweit? Das größte Umweltschwein? Es ist Vibi. Vibi. Wer macht die Welt kaputt? Vibi, Vibi. Was reimt sich auf? Oje, oje. Vibi, Vibi. Das ist so. Tut mir leid, ist so. Ist mir peinlich, aber ist so. Wann steigt der Klimawandel? Wann kommt die nächste Stufe? Noch gar nicht. Das ist alles Zukunft. Das betrifft nur unsere Enkelkinder. Bei uns ist alles gut. Der steigende Meerespiegel wird noch erfunden. Der wird in der Zukunft von der großen Wissenschaftlerin Greta Thunberg erfunden. Das ist nichts, was uns irgendwie betrifft. Der wird dann ausgestellt in Sendezentren. Wir bauen die einfach nicht, dann gibt es auch keine Fake News, dann wird nicht über Klimawandel berichtet, alles gut. Wir bauen keine Sendezentren, Leute. Alles Gute. So machen wir das. Genialer Plan? Ich hoffe ja. Ansonsten hätten wir was falsch gemacht. Hier gehen wir weiter Dinge erkunden. Das stellen wir noch ab. Einmal Mine bitte. Kulturschock und Tourismus. Wie viel Tourismus generieren wir mittlerweile? 284. Blick auf die Kulturliste. Im Schneckentempo. Nächster Handwerker. Oh, Karukehügel. Das muss sein. Ja, Karukehügel und die Älteren erinnern sich. Da war noch was. Solarkraftwerke. Das kann der gleich machen. Der ist hier vorne schon. Hatten wir hier schon ein Oppidum platziert? Geht nicht, weil nächste geht erst bei Bürger 7. Da wird es wahrscheinlich nie zukommen. Das wäre aber ein genialer Platz für ein Oppidum hier unten. Das Oppidum würde uns bringen +4 durch strategische Ressourcen anbei. Das wäre schon sehr cool. Dann sind noch Minen daneben. Hier eine Mine und da eine Mine. Die geben dann jeweils noch einen halben Nachbarschaftsbonus. Das heißt, es wäre hier 5. Und der 5er Bonus würde verdoppelt werden durch die Karte, die wir drin eingestellt haben. Das wäre ein genialer Oppidum-Platz. Hier, das ist also, das wird sich schon sehr lohnen. Das sollten wir mal im Kopf behalten. Ein Militärpionier. Eisenbahn. Siedler. Den wollten wir hier runterschicken. Wollen wir das wirklich immer noch machen? Ja, machen wir. Komm. Noch jetzt nochmal auf dem letzten Drücker nochmal eine Stadt gründen. Wird gemacht. Was ist der schnellste Weg hierhin?
übers Wasser. Ei, dann soll's so sein. Dann braucht er allerdings auch Bewachung. Wen ziehen wir ihm denn mit? Wer kann denn da mitgehen ins Wasser? Reicht der Kürassier? Ich glaube ja, der kann auch immer gucken gehen dann. Ein Kürassier ins Wasser, bitte. Kann auch immer Ausschau halten, ob irgendwo was kommt. Stimmt, wir wollten einen Handwerker rüberschicken, um in Cahokia... Nee, um in Lissabon... wo war denn das? Hier, um in Lissabon... Nee, um in Cahokia. Irgendwo wollten wir doch irgendwas anschließen. Wollten wir nicht ein Uranfeld hier anschließen? In Cahokia. Ich glaube, das wollten wir machen. Der Handwerker. Minen bauen. Gott, hier können wir überall Minen bauen, die Tourismus bringen. Unfassbar viel. Hier können wir roden. Für das Forschungslabor da links. Wahnsinn. Ja, Wald weg. Klimawandel. Können wir alles neu pflanzen. Vielleicht pflanze ich nachher für Tante Mimi. Nee, morgen wollte ich für Tante Mimi. Entschuldigung bitte, ich habe gerade hier ein kleines Problem. Läuft der Stream noch? Hier wird gerade ein Problem angezeigt auf Twitch. Ist der Stream noch da? Ist er noch online? Ich glaube ja. Ich habe ein Problem bei Twitch. Ich bin bei Twitch rausgeflogen und komme nicht mehr rein. Also ich kann mich auch nicht mehr einloggen. Also ich weiß nicht, ob es nur mich betrifft. Also ich sehe gerade mir selber zu auf Twitch. Der Stream läuft immer noch. Sorry, YouTube-Leute, Twitch hatte zuletzt Problemchen. Insofern sollte demnächst wieder alles okay sein. Wahrscheinlich so eine Mini-Lücke, dass auf Twitch mal gerade ganz kurz irgendwas nicht geklappt hat. Hier wieder hin. Und einmal bitte hier vorne. Ein Skiort. Einmal Öl. Ein Spion in Cahokia. Wie sieht's aus mit den Gesandten? Basilius vertreiben wird gemacht. Ein neuer Handwerker hier unten. Und wir erstmal ein paar Skiorte. Leute, wir haben durch die Skiorte auf dem Zufallskartenskript Highland, Hochlande, Highland, lieber Jim Rayner, so ein Überangebot von Annehmlichkeiten. Wir können, das ist total krass. Wir werden gleich überall begeistert sein. Wir können so viele Skiorte bauen, das ist so heftig. Wir wollten nur runtergehen und einen Missionar belästigen. Hier ziehen wir runter mit ihm und belästigen den. Über die Eisenbahn. Unser Missionar, dem hilft die Eisenbahn. Achtung und... Ihr habt den falschen Glaubenssätzen. Wir disputieren euch in Grund und Boden. Wir reißen euch den Heiligenschein aus der Hand und hauen ihn euch über den Kopf. Und dann kann der eine oder andere sich den Kopf anschlagen, blutige Strahl. Und wir sind aber gerne bereit, für euch ein Grab hier hinzustellen. Hier wird ein Missionar sterben. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Reliquie. Wer weiß, wer weiß. Noch ein Handwerker. Handwerker, Handwerker, Handwerker. Hier holen wir den, den parken wir schon mal hier. Dann wird er demnächst was bauen. Und er... Ich weiß gar nicht, wohin wir die alle ziehen sollen. Wir ziehen die mal runter. Da können wir auch noch roden und nochmal eine Mine hinsetzen. Einmal hier hinziehen. Da können wir nachher noch Solarparks machen. Hier unten. Eisenbahn bauen. Nächste Runde nehmen wir die Handwerkerkarte raus. Feuer frei auf die Kavallerie. Sehr schön. Fein. Und nochmal. Feuer frei.
Das soll wehtun. Und es tut auch weh. Dem ziehen wir jetzt nicht entgegen. Der soll auf uns zu. Es wird irgendwas geplündert werden, aber das ist nicht so schlimm. Wisst ihr, was wir machen? Ihr ahnt, was jetzt kommt, ne? Das? Nee. Wir stellen ihm wieder eine Falle. Der soll auf jeden Fall auf uns zureiten, soll den Handwerker gefangen nehmen, Feldkanone feuert, Lager feuert, Musketiere umzingeln ihn und machen ihn platt. Das ist der Plan. Wir könnten sogar nachher einen Chor noch bilden. Das ist der Naturforscher, mit dem wir hier auf dem Feld hier, Achtung, ah, das ist ja doof. Wenn wir hier eine Mine bauen, dann wird es hier weniger attraktiv. Dann wirft der Nationalpark auch weniger ab. Er hat bezaubernd 2. Das machen wir nicht. Also, dass die uns die Eiffelturme, den Eiffelturm eben gemobst haben, das finde ich echt bitter. Hier einmal roden. Machen wir nächste Runde. Dann ist der Archäologe. Machen wir nächste Runde. Roden wir für den Regenwald. Fischzucht aller Orten. Eine Runde weiter. Wir kaufen gleich noch einen zweiten Siedler, denkt dran. Wegen des Urans. Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt. Sehr schön. Jetzt können wir die Bauarbeiterkarte, die Handwerkerkarte wieder rausnehmen. Könnten uns Rockbands kaufen mit Glauben. Das müssen wir aber jetzt nicht machen. Das gibt uns dann Glauben, aber Tourismus hat noch was Zeit. Extra Spion, das finde ich wichtiger. Passiver Bonus. Und der ganze Rest. Die Kryptographie könnte interessant sein, wenn die Leute... Ja, die sollten wir einsetzen. Wir haben so viele offensive Spionageaktionen, die sollten wir einsetzen. Jetzt checken wir aber erstmal, ob alle Handwerker gebaut wurden, die in der Bauschlange sind. Ist irgendwo noch ein Handwerker zu sehen? Nein. Perfektes Timing. Wir haben es hinbekommen. Das heißt, wir nehmen den Handwerker hier raus. Hier unten. Und packen irgendwas Schönes rein. Wir könnten sogar eine Spionagekarte reinnehmen. Hier unten. Wir können auch reinnehmen, dass wir mehr Öl produzieren. Öl ist im Augenblick bei nur 15, 6 pro Runde. Wir könnten sagen, jede Ölressource generiert eine mehr. Ressourcen verwalten. Dann erzeugen wir halt statt 6, 8 Öl. Aber ob das jetzt so der mega Unterschied ist, ich weiß nicht. Ich glaube, das lohnt sich nur bedingt. Wenn wir jetzt totale Not am Mann hätten, ich glaube, das lassen wir mal bleiben. Das machen wir nicht. Logistik fände ich mittlerweile super cool, um schnell voranzukommen, aber ist auch kein Muss irgendwie. Packen wir auf den Jokerplatz? Wir könnten machen Spionagestufe erhöht, auch Spionagestufe bei offensiven Einsätzen. Das heißt, wir ziehen mehr Gesandte ab. Wir gucken mal, wann die Aktionen zu Ende sind. Die Spionageaktionen. Oder wann abgerechnet wird. In 11 Runden, in 15, in 9. Ach, da haben wir alle Zeit der Welt. Da müssen wir die jetzt nicht reinnehmen, denn den nächsten Wechsel werden wir ja haben. Erst wann? Also welche Regierungsform holen wir uns nachher? Auf welche wollen wir hinforschen? Erstmal von den Karten her, ist nicht, die alle haben 5 Joker-Karten, das ist cool. Die Stufe 4 Regierungsform, die anzuforschen, macht definitiv Sinn. Wir wollten auch Kulturerbe, damit unsere Archäologen noch mehr einsammeln können. Und wir bekommen 3 Gesandte. Aber da müssen wir... Ach, wir wollten noch bei den thematischen Gebäuden puzzeln.
Das machen wir gleich mal. Da müssen wir dran denken, ob wir der KI was abhandeln können. Da müssen wir gleich dran denken. Das hatten wir total vergessen. Das ist wichtig. Damit wir den Boost hier bekommen und ein Themenmuseum vielleicht irgendwo bekommen. So. 25% mehr Tourismus. 2 Solarparks bauen. Das haben wir dann rechtzeitig fertig. Regierung der nahen Zukunft. Das ist so eine allgemeine Geschichte. Und das sind die neuen Regierungsformen. Die Boni sind durchaus ähnlich. Alle haben 5 Joker-Karten. Hier liegen ein Schwerpunkt bei Wirtschaft, hier liegt ein Schwerpunkt bei Diplomatie, hier liegt ein Schwerpunkt bei Militär. Militärschwerpunkt brauchen wir nicht. Also eigentlich eine der beiden. Synthetische Technokratie oder digitale Demokratie. Digitale Demokratie, haufenweise Annehmlichkeiten und Kultur. Kultur finde ich cool für die schnelle Forschung, Annehmlichkeiten, wenn wir dann nicht mehr brauchen. Einheiten sind nicht mehr so kampfstark, das kann für uns egal sein. Also digitale Demokratie finde ich schon mal cool. Die Diplomatiekarten würden wir mitnehmen. Synthetische Technokratie, mehr Energie in allen Städten. Dann hätten wir die Möglichkeit, von der Kohle runterzugehen, wenn wir auf Diplomatie-Sieg gehen. Dann brauchen wir nicht so viele Solarparks, dann brauchen vielleicht gar keine. Das wäre immer eine Möglichkeit, weniger Tourismus. Das heißt, das ginge dann in Richtung Diplomatie-Sieg und weg vom Kultursieg. Wobei die minus 10% Tourismus sind jetzt nicht so Killer. Nicht der Killer-Malus beim Tourismus-Sieg, aber also das wäre eine Option, damit man, das wird wahrscheinlich sogar, also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und die Boni hier oben beim Unternehmenslibertarismus, weniger Wissenschaft, etwas mehr Produktion, einmal schon viel. Und Ressourcen mit Modernisierung sammeln bringt mehr Modernisierung. Ah, ist alles cool. Also alles ist schön. Wenn wir darauf gehen, müssen wir hier oben lang. Wenn wir darauf gehen, oben lang. Wenn wir da gehen, wir brauchen eh alles. Die brauchen wir alle. Das heißt, wir müssen die Entscheidung jetzt noch gar nicht treffen. Dann gehen wir in Richtung auf schnellen. Pardon, wo war's? Schneller Einsatz. Wir brauchen die eh alle. Das ist der Gouverneurstitel. Das ist der Gouverneurstitel. Das ist mehr Gold für Plantagen. Hier gibt es von Handelswegen mehr Gold und Produktion. Mehr Tourismus. Da müssen wir anfangen, zu anderen Reichen langsame Handelswege aufzubauen. Jeweils einer reicht pro andere Zivilisation, um diesen Bonus abzugreifen, dass man von denen mit denen Tourismus bekommt. 5% Kultur pro Stadt, wo wir so zerrennen sind, ist sehr heftig. Wir sind in 4 Städten oder in 4 oder in 5 Stadtstaaten dann so zerrennen. Social Media finde ich schon mal sehr cool. Ich finde, da sollten wir hingehen. Das ist alles mega cool. Richtung Social Media gehen wir mal. Wir gehen Richtung Social Media. Ja. Lieber BB, ja? Ich glaube, es hat so ziemlich jeden aus dem Chat rausgewippt. Ist keiner mehr im Chat da? Läuft der Stream denn noch? Der Stream läuft an sich, also ich sehe ihn, ich kann mich aber auch nicht mehr einloggen. Das hatten wir vor ein paar Tagen schon mal. Wir machen für die YouTube-Leute jetzt mal einen kleinen Cut. Ist eh jetzt eine Folge länger und gucken uns das auf Twitch mal an. Es geht auf jeden Fall weiter. Wir hatten zuletzt auf das Projekt bei Livestreams. Muss euch bei den Aufzeichnungen gar nicht so richtig interessieren.